Ich muss unbedingt das Handy. Irgendwas hat sie nicht richtig verstanden. Das muss auf jeden Fall geklärt haben. Die Beziehung kann doch nicht zu Ende sein. Doch bei mir zu Hause reden können. Denkst du, ich will jetzt noch da sein? Ja, weiß nicht, der hätte jetzt hier extra noch herkommen müssen. Was war los? Warum, was ist? Willst du mir nicht erklären, was los ist? Wie? Du triffst dich mit anderen Mädchen. Hä? Wie, hä? Hast du irgendwas nicht richtig, wann, hä? Ich hab's selber gesehen. Wo das denn? Bei dir zu Hause? Dieses Ach andere so? Mädchen? Du meinst wohin? Da... Du hast ihre Hand genommen. Hab ich gar nicht. Doch. Weißt du, Pascal, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Der hat irgendwas genommen, getrunken, keine Ahnung. Wir mussten uns um ihn kümmern. Er lag auf der Straße, völlig, weiß nicht, der war gar nicht anwesend. Du hättest trotzdem nicht ihre Hand nehmen müssen. Hab ich doch gar nicht. Ach, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich habe doch genau gesehen, dass er ihre Hand gehalten hat. Das sind alles nur Ausreden. Wie kann er mir sowas antun? Ich bin echt sauer auf ihn. Ich weiß gar nicht, was Sandy will. Sie hat, was hat sie da gesehen? Ich verstehe es nicht. Das ist komisch, aber im Endeffekt ist sowieso Pascal schuld, weil der sein Leben mal wieder nicht auf die Reihe bekommt. Hinterher. Lass uns drüber reden, bitte. Komm, lass komm. Mich einfach in Ruhe. Nein, komm. Bitte. Lass uns mal drüber reden. Bitte. Ich hab Bauchschmerzen, Papa. Oh Mann, ich glaub... Ich glaube, jetzt müssen wir dann doch zum Arzt, ne? Ja. Bei dem schönen Wetter. Oh Mann, komm. Mach mal die Tür auf, dann schleppen wir mal raus. Komm, steh auf. Oder kannst du alleine laufen? Nee, komm, nimm mal die Füße. Ja, nee, warte. Das ist okay. Die Wäsche dir lassen, so ein Sch. Oh, ja. Okay, oh. Ab zum Auto. Es hat echt super geklappt, dass sie jetzt zum Arzt waren, weil meine Eltern haben sie auch geglaubt, dass ich Bauchschmerzen habe. Und dann finden sie mich diesen komischen Jungen. Also wir müssen dann doch zum Arzt bei dem schönen Wetter, oder? Bauchschmerzen, guck ihn dir mal an. Normalerweise hätte ich jetzt ins Bett gesteckt und dann, guck mal, hätte er einen kurzen hier gekriegt. Ja, aber das Fast kommt schon. Ja irgendwo her. Und jetzt müssen wir 3 Stunden. Normalerweise hat er überhaupt keine Bauchschmerzen, hat er noch nie gehabt. Und jetzt bei so einem Wetter, also da stimmt auch irgendwas nicht. Ich würde sagen, wir gehen ehrlich zum Arzt. Okay. Hallo, wer da? Sam? Ist Pascal noch da? Na Mann, alles gut. Tschüss, besser? Ja. Hey, du, deinetwegen hab ich jetzt keine Freunde mehr, ne? Hä? Sandy hat mit mir Schluss gemacht. Wieso das denn? Wieso? Ja. Weil sie denkt, ich hätte mit irgendeinem Mädchen was vorhin gemacht. Willst du auch mal? Ich hab 165. Nein, komm, geh runter. Ja, was? Nein. Entspann dich doch mal. Nein, komm, warum bist du denn schon wieder. Du bist immer nur aggressiv und am Schreien, echt. Nein! Ja, ich hab da keine Lust. Was soll das denn immer? Weißt du, sie hat gerade eben mit mir Schluss gemacht. Vorhin nicht mal 5 Minuten oder so. Ja. Komm, jetzt geh mal raus hier. Ja. Hopp, komm. Heute noch. Komm schon. Und, ganz ehrlich, entspann dich mal. Ja, mach ich doch. Komm. Ja, ich gehe ja schon. Ja, Mann, echt. Jetzt geh endlich raus. Ja, rausschmeißen ist ja schon Routine bei dir, ne? Ja, komm ab. Ja. Man kriegt dein Leben auf die Reihe. So, tschüss. Ja, keine Ahnung, Pascal muss jetzt einfach gehen. Ich habe da jetzt einfach gar keinen Kopf für. Ich muss mich um Sandy, ich muss das einmal klären, weil sie hat mit mir Schluss gemacht. Tja, jetzt stehe ich hier wieder.
mal wieder rausgeschmissen von Joey. Ich habe keine Ahnung. Er meint, ich soll irgendwo bewusstlos rumgelegen haben. Als wenn, das ist doch... Was kann ich dafür, wenn seine Freundin Schluss macht? Das ist doch einfach... Keine Ahnung, ey. Ich... Alles geht daneben. Schwangerschaftstest, oder? Nee. Aber die verkostet es nicht mehr. Ja, ich hab nichts dabei. Dann morgen, aber das Doppelte. 200 Euro. 200? Ja. Bring ich dir. Was weiß ich denn, wo ich 200 Euro herkriegen soll? Ich habe keine 200 Euro. Und dann auch noch bis morgen. Fuck. Entschuldigen bringt mittlerweile gar nichts mehr gefühlt. Sie geht gar nicht mehr weiter darauf ein, also ich muss es irgendwie anders versuchen. Ich werde einfach ein ganz besonderes Bild schicken. Ich hoffe, das wird klappen. Ich bin echt gespannt, ob das was wird, ob sie mir antwortet. Sie hat geschrieben, dass sie später doch noch vorbeikommen kann. Also hat das mit dem Bild doch geklappt, obwohl ich sowas eigentlich gar nicht mache. Das finde ich echt gut. Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt halt erstmal runterkommen und sie was nehmen. Ich meine, das ist halt auch gut, was der verkauft. So, ich habe nur keine Ahnung, wie ich das Geld besorgen soll. Mach ich mir morgen Gedanken. Jetzt erstmal runterkommen. Ich hoffe, das Bild wird dir helfen. Ich meine, zwischen Sandy und mir muss wieder alles gut werden, sonst weiß ich echt nicht mehr, was ich machen soll. Aber jetzt muss ich auch mal wieder Pascal anrufen. Weil letztens ging es ihm echt nicht so gut und ich würde sagen, ich rufe ihn mal an. Ich bin echt gespannt, wie es ihm geht. Pascal? Hey.
Ja. Hey, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Mir geht richtig schlecht, mir geht richtig dreckig. Nichts tut, ich meine, ich geh jetzt eine Bank überfallen, Mann. Warte, was? Ja, ich habe eine Waffe geholt und ich geh jetzt eine Bank überfallen. Nicht dein Ernst? Du willst doch jetzt keine doch, Bank... Doch, Mann. Doch, das ist die einzige Lösung. Ich brauch Geld. Nein, überfall doch keine Bank. Doch, ich... Keine Ahnung, was soll warte, ich tschüss, tschüss, tschüss. Warte. Hey. Guck mal. Hey. Was ist hier los? Was sollte hier los sein? Ja, sag du uns das mal. Hier ist nichts los. Was ist hier los? Hä, was weißt du, wo wir gerade herkommen? Nein, woher denn? Direkt aus dem Krankenhaus. Aus dem Krankenhaus? Ja. Wieso das denn? Nee, überleg mal. Wo ist denn dein kleiner Bruder? Ja. Nicht hier. Und wo ist er? Der ist im Krankenhaus. Warum? Weil wir ihn da hingebracht haben. Weil er Bauchschmerzen simuliert hat. Simuliert? Wieso ja, das simuliert. Warum? Sag du uns das mal. Ja, keine Ahnung. Was sollte denn sein? Weißt du nicht, warum er sich einfach ausdenkt, dass er Bauchschmerzen hat? Er hat gesagt, hier werden Drogen genommen. Genau. Wie? Drogen genommen? Hier noch nicht. Wer war das? Wer hat den Drogen genommen? Pascal. So viel Drogen genommen haben. Hat er gesehen? Hat er gesagt? Nee. Ja. Doch. Und dann wollte er verhindern, dass ich hochgehe und sagt, hier, ich habe Bauchschmerzen und wir sollen ihn ins Krankenhaus bringen. Nein. Hier ist nichts. Was soll denn hier mit Drogen sein? Was läuft hier mit Drogen? Hier läuft nichts. Du sagst mir das jetzt. Hier läuft doch nichts. Sag mir das. Hier ist nichts. Wenn du mich anlügst, ne? Dann ist es noch schlimmer. Nee. Hier ist nichts. Was läuft hier? Na, hier ist nichts. Tschüss. So, jetzt ist es soweit. Der ist so abgerutscht. Den haben wir überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Ganz schlimm, wirklich. Drogen. 15 Drogen. Und dann haut er einfach auch noch ab. Ganz schlimm. Wirklich. So habe ich mir das echt nicht vorgestellt. Tolle Erziehung, ne? Das ist nicht meine Erziehung. Ja, meine? Dann wäre das nicht passiert. Ich weiß echt nicht, wie ich das meinen Eltern noch erklären soll, das Ganze. Ich bin in dem Ganzen so tief drin, ey. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch möglich ist, da normal rauszukommen, dass nichts passiert irgendwie. Aber ich werde jetzt erstmal zu Pascal müssen. Nee, ich bin komplett überfordert. I can't find my way back to you. Till you make amends. Ja, ich werde jetzt eine Bank überfallen, weil das... Keine Ahnung, irgendwie muss ich das Geld ja bekommen und den Dealer bezahlen, sonst ich muss ja irgendwie meine Schulden begleichen und wir haben eine Waffe hier und die suche ich jetzt und dann werde ich losgehen und ja, ich werde die Bank überfallen. Ich werde es jetzt machen. Ich werde eine Bank überfallen und die Pistole im Rucksack. Ich mache das jetzt. Hände hoch, ich will euer Geld! Nehmt die Hände hoch! Gib mir das Geld, Ey, was machst du hier? Was machst du hier, Pascal? Du überfällst eine Bank, eine verdammte Bank! Ich hab dich in der ganzen Stadt gesucht! Weil ich das Geld brauch, Mann! Die Bank hat kein Geld! Bist du eigentlich komplett fertig, oder? Scheiße. Es ist eine Bank! Eine verdammte Bank! Geh mal jetzt nach Hause und... Bleib da mal ein paar Tage in Ruhe. Ich muss mit den Drogen aufhören. Ich muss mit den scheiß Drogen aufhören. Dann gehen wir jetzt nach Hause und... Hast du noch irgendwas? Wenn ja, schmeiß Geld. Weg. Nein, brauchst du... Warum? Joe, ich brauch Geld. Wofür? Für den Dealer. Ach Gott. Fuck, Mann! Ey, ich helf dir. Du kannst was von mir leihen. Aber du überfällst doch keine Bank. Ich weiß nicht, was los ist. Echt das leid? Ich leide was, ja. Da
Danke, Mann. Wir beide kriegen das schon hin. Ich habe da schon eine Idee. Also so fertig wie Pascal da aussah und überhaupt ist, nee, da muss ich ihm helfen. Da kriegen wir schon hin mit dem Geld. Der wird es schon alles bezahlt bekommen, hoffentlich. Das hat mir echt nochmal gezeigt, was das Drogen mit einem machen. Ich meine, ich wollte eine Parkbank überfallen. Das ist doch, das ist einfach nur krank. Und ich brauche das Geld. Es ist einfach top, dass Joey mir jetzt hilft. Und erst schickt er mir so ein Foto und dann versetzt er mich wieder. Ich dachte, ihm ist die Beziehung wichtig. Es ist jetzt endgültig aus. Also, ich habe hier ein Portemonnaie. Warte, wo ist denn das von meinem Vater? Ich weiß, hat er ein bisschen Geld immer hier drin. Das ist echt, echt top, dass du hier bist. Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter, weil... Ja, der merkt das schon nicht. Ja, ich werde jetzt auch einen Nebenjob anfangen und alles und dann... Ich hole das auch, also du kriegst es ja auch zurück. Geht ja noch. Aber wie waren das? 200 Euro. Ich glaube, ja, das passt. Danke, Mann. Ja, das merkt er bestimmt nicht. Ich ist schon weg wieder. Ich wollte nach Hause kommen. Ja, okay. Ich habe echt so ein schlechtes Gefühl. Ich meine, ich habe meine Eltern gerade beklaut und... Nee, ich weiß echt nicht, das ist eigentlich ein No-Go. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll, wie ich das denen erklären soll. Och, nee, wer ist das jetzt? Das Handy, eine Sprachnachricht. Warte, was? Ich bin gerade bei dir gewesen und du warst nicht da. Auf dich ist echt kein Verlass, das ist endgültig aus. Ich glaube, dass Joey mir geholfen hat und dass ich jetzt das Geld habe, um den Dealer zu bezahlen. Ich muss mir auf jeden Fall was einfallen lassen, wenn ich wieder clean bin und alles und wieder klarkomme. Dann muss ich mir einen Nebenjob suchen und dann hat das alles bald ein Ende. Ich habe gesehen, wie Joey halt eben Geld von meinem Vater geklaut hat und das werde ich auf jeden Fall meinen Eltern sagen, weil das geht halt eben nicht. Nachschub haben. Nee, Mann, ich will einfach nur die Schulden bezahlen und fertig. Viel Glück, Mann. Zum Glück konnte ich Sandy noch einmal dazu überreden, sich mit mir zu treffen. Aber was ich dafür vorhatte, war zu kochen, aber noch weiß ich nicht genau, was ich überhaupt kochen möchte.
Pascal, ist das gerade dein Ernst? Du hockst hier wieder unter einem Tunnel und betrinkst dich mitten am Tag? Ey, was soll das? Du hast ja gesagt, du wirst dein Leben in den Griff bekommen. Dann mach auch was dafür. Ist doch egal, ob die 9 hat. Hin oder her, pack das ein. Komm, wir gehen. Weiß ich nicht. Das ist. Ey, komm, kannst, jetzt. Du kannst doch gehen. Jetzt komm hoch. Du kannst doch gehen. Komm hoch. Ey, hör auf damit. Es ist, tut dir nicht gut. Kapiert? Pack das ein. Ja, und komm. Jetzt komm doch einfach hinweg. Lass ihn ruhig. Komm hoch. Komm. Ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Hallo. Pack deine Sachen. Ey. Ich glaube, es ist ein hoffnungsloser Fall mit dir. Es macht doch alles gar kein. Jetzt pack mich doch mal weg. Es macht keinen. Ah, macht keinen Sinn mit dir, ey. Meine Ex-Freundin hat einen neuen und das mit so einem Drogenentzug. Ich pack das alles nicht. Es ist einfach. Das ist viel zu schwer. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll. Da muss man einfach. So zu kotzen. Ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Ich. Mann! Ich weiß gar nicht, was mit Pascal los ist. Er ist schon wieder hier, betrinkt sich, obwohl wir gerade erst darüber gesprochen haben, dass er sein Leben auf die Reihe bekommen will. Und scheinbar interessiert sie null. Ich meine, es ist sein Leben. Er will's leben, aber er ändert nichts. Wie geht denn das überhaupt? Ach, hier so viel Text wieder. Ey, wie schlimm ist das denn? Backofen, Ober-Unterhit. Oh ne, das habe ich ja letztes Mal schon nicht hinbekommen. Kacke, was soll das jetzt werden? Oh, eine Pfanne ist ja auch noch drin. Ach, oben rauf. Machen wir das rein. Passt schon. So, wie war denn das? Oben und unten machen wir mal abwechselnd. Erst oben, wo ist oben? Ah, das leuchtet. Das ist bestimmt an. Hier ist. Das sieht nicht, hä? Kaputt? Ja, 210. Gut, dann warten wir mal ein bisschen. Wie lange muss ich. Ach, ich werde es schon riechen, wenn es fertig ist. Man kommt. Hey, Sandy, hi. Hey. Es tut mir nochmal leid. Ich war vorhin hier, du warst nicht da. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht da war, aber. Guck mal, ich hab Essen gemacht. Erstmal, ich hab Lasagne gemacht. Die ist hier schon fertig. Also, was noch, wo ich war. Weißt du, was ich gemacht hab? Was denn? Ich hab einen Banküberfall verhindert. Pascal wollte eine Bank überfallen. Ja, er wollte einfach eine Bank überfallen. Da musste ich einschreiten, helfen. Einfach so, eine Bank überfallen. Er wollte eine Bank überfallen. Weißt du, was da hätte passieren können? Hätte er es gemacht? Der wäre jetzt, weiß ich nicht, im Gefängnis. Du hättest mir aber Bescheid sagen können. Hätte ich machen können, aber es ging alles so schnell. Weißt du, ich musste ihn suchen, ich wusste nicht, wo er ist. Der hätte sonst wo sein können, was für eine Bank. Da habe ich ihn endlich nach ewigem Suchen in der Stadt noch gefunden, wie er da eine Bank überfallen hatte. Es tut mir leid. Machen wir jetzt das Essen. Ich will noch kurz 2 Gläser, damit du daraus trinken kannst. Wasser? Mhm. Wasser. Wollen wir einfach so erst mit Händen? Ja, ne? Ja. Bestimmt. Falls wir kein Problem damit haben. So. Also ist wieder alles gut? Es tut mir leid. Alles gut. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Gesehen, wie du Geld geklaut hast. Warte, was? Bei meinem Vater. Ich hab dir jetzt angerufen, in jeder Minute, du kommst in so einen höllischen Ärger. Was fällt dir ein? Warum machst du das? Warum hast du das? Ja, weil das einfach nicht geht! Hä? Ey, hau ab, geh runter.
Jetzt runter, was? Warum machst du das? Ey, Sally, kannst du gleich nach Hause jetzt schon mal? Du bist mir aber eine Erklärung schuldig. Ja, ich erkläre dir das alles, aber ich hoffe, das geht gut. Du hast mehr als 100 Euro geklaut. Ja, jetzt hau ab! Klär doch selber ab. Ich muss jetzt erstmal meine Eltern jetzt klären noch. Ich finde es wirklich unmöglich, dass Joey von meinem Vater Geld klaut. Also, ich muss nicht irgendwie heimzahlen. Er hat. Ich musste also für ihn lügen. Ich hab gespielt, dass ich Bauchschmerzen habe und ich muss ihm das heimzahlen. Ich weiß nicht, wie meine Eltern das je erklären soll. Ich meine, warum? Was fällt ihm ein? Sam, der hat einfach. Warum guckt ihr überhaupt zu, wie ich das gemacht habe? Es kann ihm auch egal sein. Aber ich glaube, das gibt so richtig Ärger. Kannst du ruhig jetzt im Laden, setz dich hin. Okay, warum? Weil wir was gehört haben, wieder mal. Wo ist mein Geld? Wie dein Geld? Ja, mein Geld ist weg. Warum ist das weg? Und wieso ist das weg? Nimmst du mir das auch noch weg? So. Sam hat was erzählt, ne? Was denn? Dass Geld geklaut wurde. Wie Geld geklaut? Mein Geld! Das ist unser Haushaltsgeld für den ganzen Monat. Die 140 Euro sind weg. Wer hat sie genommen? Weiß ich. Hier, komm. Raus. Jetzt aber echt raus. Ey, du handelst hier mit Drogen rum, klaust mein Geld, bist du bescheuert? Du bist doch nicht mein Sohn dann. Das habe ich dir nicht beigebracht. Raus hier. Schuhe? Das kannst du hier irgendwo klauen. Raus. Ey! Mann, ey. So, und das war's jetzt. Handelt mit Drogen. Klaut mir mein Geld. Ganz schlimm. Jetzt weiß ich gar nicht, was wollen wir jetzt essen? Absolut missbraucht, ne? Der hat es einfach überreizt jetzt. Wir wissen auch nicht, was wir essen sollen, ne? Mhm. Also das Geld ist weg. Das Geld ist weg, wir sind enttäuscht. Und ich habe ihm das nicht so beigebracht, ne? Das ist nicht mein Sohn. Ehrlich nicht, das ist nicht mein Sohn. Das geht gar nicht. Also, kann jetzt zusehen, wie er auf der Straße klarkommt. Ja, der kann er ja wohl gut. Der klaut ja gut. Und, aber nicht mein Geld, nicht unser Geld. Das kann er von mir aus eigentlich nicht. Mir ist das, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen. Danke. Ich bin jetzt Schuhe. Ich hab keinen Plan, was ich machen soll. Ich meine, ich hab kein Zuhause mehr. Sandy will ich damit auch nicht nerven. Nachher ist da irgendwas wieder blöd. Und dann läuft das wieder nicht. Ey, das ist voll die Kacksituation gerade. Ich glaube, ich frage einfach Pascal mal, ob ich vielleicht bei ihm ein paar Tage bleiben kann. Ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, Mann? Ich glaub's gar nicht, was passiert ist. Was ist los? Meine Eltern haben mich rausgeschmissen. Was? Die waren so wütend, ne? Die haben mich einfach rausgeschmissen, weil das Geld fehlt. Was soll ich machen? Die haben mich einfach rausgeschmissen. Ich kann jetzt nicht mal mehr zu Sandy gehen, weil wir haben uns gerade erst vertragen. Und keine Ahnung. Mit Fragen, kann ich vielleicht ein paar Nächte bei dir bleiben? Ist das irgendwie. Ja, klar. Weißt du, es ist. Am Ende ist es alles meine Schuld und ich sehe das jetzt auch ein, als du das letzte Mal, als wir uns beim Supermarkt gesehen haben, ich schon wieder betrunken war. Ich muss mich echt bessern so und ich habe jetzt aber gestern auch schon, als ich wieder fit war, ich habe 8 Stunden gearbeitet und ich habe jetzt einen Nebenjob angefangen und ich habe eine Idee, weißt du, du hast mir so oft geholfen in letzter Zeit. Ich gehe jetzt zu deinen Eltern, ich gebe denen das Geld und ich kläre das alles. Ach so. Und, ja, auf jeden Fall, Mann, das bin ich dir schuldig. Danke. Lass mal direkt hingehen, oder? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Pascal das mit meinen Eltern geklärt kriegt, weil die waren so wütend. Das ist meine letzte Hoffnung. Sonst geht hier, glaube ich, alles den Bach runter. Keine Ahnung, ich bin jetzt einfach mega euphorisch, weil ich bin nicht mehr verkatert. Ich bin weg von den Drogen und man merkt einfach, man ist so viel klarer im Kopf. Und ich weiß einfach, dass wenn ich jetzt zu Joeys Eltern gehe, dass wir das geklärt kriegen. Und es fühlt sich einfach gut an, auch mal der zu sein, der jemand anderem hilft und nicht immer nur der, dem geholfen werden muss.
sie nicht. Entschuldigen Sie, ich bin ein Freund von Joey. Darf ich reinkommen? Ich muss Ihnen was erzählen. Okay. Ah, ich kenne ihn. Ja, komm rein. Danke. Also Joey wohnt hier nicht. Den haben wir rausgeschmissen. Ja, genau, darum geht's. Nimm mal Platz. Ich muss das alles erklären, weil Joey kann überhaupt nichts dafür. Wissen Sie, ich war die ganze Zeit das Problem. Ich war drogenabhängig, meine Freundin hat sich getrennt und ich habe ihn gezwungen, das Geld, beziehungsweise er wollte mir einfach helfen und hat deswegen das Geld geklaut, damit ich meine Schulden beim Dealer bezahlen kann. Aber ich habe mich jetzt echt gebessert. Ich habe einen Nebenjob angefangen und ich kriege mein Leben wieder auf die Reihe. Ich will halt nur nicht, deswegen will ich mich auch entschuldigen und einfach sagen, Joey kann überhaupt nichts dafür. Sie können ihn nicht einfach rauswerfen. Was hast du dazu? Das tut ihm auch alles total leid. Wir rufen nochmal an jetzt, oder? Ich ruf mal an. Angeht? Ach, der arme Junge, der kommt ja gar nicht wieder nach Hause. Hallo? Na? Na? Du kannst wieder nach Hause kommen. Echt jetzt? Ja. Mir tut das alles total leid. Ja, komm mal nach Hause. Ist alles geklärt jetzt. Ja? Jo. Ich bin gleich da. Bis gleich. Tschüss. Ja, Mann, ich bin so erleichtert. Es fühlt sich so gut an, einfach alles zu klären. Und ich meine, ich habe dafür gesorgt, dass Joey wieder zu Hause einziehen kann. Das ist einfach großartig. Das fühlt sich so gut an, das Richtige zu machen. Oh, ich bin so stolz auf ihn. Er ist der Allerbeste, ne, mein Kleiner? Finde ich ja auch. Und ich dachte richtig schon, du toll. Hast hier mit diesen scheiß Drogen angefangen. Hast du gar nicht, Mann. Super. Nein. Ich bin ganz so toll. Stolz auf dich. So erleichtert. Du lernst dich fest ab. Oh, guck mal, ist das nicht toll? Ja. Dass er sich auch mal entschuldigt. Ja. Aber wir sind wirklich ganz froh darüber, dass es doch anders gelaufen ist, als wir gedacht haben. Wir sind so stolz auf dich. Ja, richtig toll. Wir sind so glücklich jetzt. Ja, los! Los, los, los! Und du hast da unten? Und? Stein! Dieses Mal bin ich wirklich schwanger. Was? Okay, Freunde, das war der zweite Part unserer Berlin-Tag- und Nacht-Parodie. Den ersten Part konntet ihr auf Max-Kanal ansehen. Das war also sozusagen irgendwie Berlin-Tag und Nacht, der Film. Insgesamt 70, 80 Minuten war das jetzt ja lang. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch das anzusehen. Und es gibt auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Wir haben auf jeden Fall vor, neue Folgen zu drehen und zu produzieren. Ich bin ja aktuell in Norwegen, aber ich werde wahrscheinlich dafür schon nach Deutschland fliegen, sodass wir dort dann neue Folgen drehen werden. Und auf jeden Fall auch im Weihnachten rum und so haben wir vor, so das ein oder andere, ja schon so unglaublich viele Ideen dort neu zu drehen. Schreibt auf jeden Fall noch in die Kommentare, wenn ihr eine Fortsetzung wollt. Falls euch jetzt auch irgendwas beim Anschauen aufgefallen ist, schreibt auch das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Lasst eine positive Bewertung da und sehen wir uns ganz bestimmt ganz bald wieder. Bis dahin und ciao, Freunde!